Also es ist jetzt hier so ein wenig angsterfüllte Spannung, wenn ich das mal zugeben darf. Ein ganz herzliches Willkommen zurück zu Dredge, wo uns heute zwei Überraschungen erwarten. Beziehungsweise, naja, eher zwei Kleinigkeiten, ich will es nicht ganz so abhypen. Das erste ist, das Game hat ein Update bekommen. Und bevor ich euch von den Neuerungen erzähle, muss ich leider gestehen, dass ich gelesen habe, dass es durch das Update einige Spielstände gab, die über die Planke gehen mussten. Ich hoffe, ich gehöre nicht dazu und bin nicht der Unglücksrabe, dessen ja, Abenteuer hier an der Stelle gekentert sind. Wir probieren das mal aus. Es sieht noch ganz gut aus. Bitte nicht der Anfang. Es lädt etwas. Oh mein Gott, sei Dank, Alter. Puh, ich wollte euch in diesem Moment mitnehmen, ja? Damit ihr meinen Schmerz nachvollziehen könnt und ich euch das irgendwie auch authentisch rüberbringen kann. Jedenfalls, neues Update. Man kann jetzt wohl irgendwie die Map, aber wir sehen das schon. Wir haben jetzt hier nicht nur ein Fadenkreuz drumherum, wir können das jetzt ja auch irgendwie halbwegs anständig reinzoomen. Und wir haben jetzt auch Markierungen. Die können wir wo eigentlich setzen? Ach so, wenn wir das hier scrollen. Ah, verstehe. Okay, 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 okay. Aber wie können wir die wegnehmen? Ich bin noch nicht ganz sicher. Moment, alles entfernen. Ja, machen wir das mal. Das Problem daran ist ein bisschen. Und jetzt kommt die Nähe, die jähe Ernüchterung, weil ich habe mir das ja eigentlich immer gewünscht. Aber das Problem ist, man kann diese Markierung nur sehen, wenn man das Fernrohr benutzt. Und ich benutze das Fernrohr, also, ich sag mal, also, naja, nie. Weil das ein bisschen zu empfindlich ist, das haben sie aber auch irgendwie verbessert. Vielleicht komme ich damit aber dahin. Wir gucken mal, es hätte mir besser gefallen, wenn man es dann auch hier direkt beim Fahren irgendwie sehen könnte oder so. Obwohl das natürlich das auch alles ein bisschen zu einfach gemacht hätte. Also, keine Ahnung, ich habe diesen Sweet Spot mir auch noch nicht irgendwie überlegt. Auf jeden Fall, der Rest des Updates sind halt Bugfixes, sind ein paar Spawnpunkte verschoben. Hier und da kleine Verbesserungen. Aber es ist jetzt nicht unbedingt signifikant irgendwie der Rede wert oder so. Es gibt jetzt wohl mehr Forschungsteile zu kaufen bei den Händlern. Also es gibt pro Tag eins im Angebot. Irgendwie so. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde, weil es dann doch dann ein bisschen einfacher wird, wenn man ein bisschen farmt. Aber was soll's. Die andere Sache ist, und das wird eine kleine Überraschung, ich habe mir das DLC gekauft. Das ist ein kleiner Schlüssel für ein paar Kröten und mit dem kommen wir in diese Werkstatt rein. Die ist sonst zu. Und wie gesagt, ich weiß nicht, was passiert. Ich habe das installiert. Die Werkstatt sieht aus, als wäre sie seit Jahrzehnten nicht benutzt worden. Geh hinein. Du trittst ein. Oh, es klappt. Es dauert einen Moment, bis deine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben. Was möchtest du hier tun? Oh, da haben wir nämlich so eine Art digitalen Schlüssel bekommen und jetzt Gegenstände nehmen. Im Gerümpel entdeckst du einige furchteinflößende Gerätschaften. Wow, Alter, wir kriegen neue Items. Ich habe nicht gelesen, was das macht. Ich möchte mich genauso überraschen lassen wie ihr. Arterieller Motor. Plus 7,4 Knoten ist jetzt eigentlich relativ useless, aber kann er noch was anderes? Die knochigen Blätter dieses grotesken Motors werden von einem pulsierenden Herzen angetrieben, dessen Rhythmus sich deinem angleicht. Oh ja, ich sehe das. Es ist wie ein Herz und da ist ein Rotor dran. WTF? Ja, okay. Ich nehme das Ding mal mit, beziehungsweise ich pack's ins Lager, weil ich kann es jetzt gerade nicht einbauen. Ich habe keinen Slot mehr. Und das hier? In diesem kleinen Talisman wurde ein Symbol in der Tiefe eingraviert. Dem aufmerksamen Auge wird es nicht entgehen. Was bedeutet das? Das ist ein Glücksbringer. Den muss ich bestimmt... Ich pack den mal hier rein. Einbau. Eine Stunde. Was? Okay, das muss irgendwas machen. Gib mir eine Sekunde, ich find's raus. Okay, also hier steht, es ist nicht hundertprozentig eindeutig, aber es soll die Chance, dass man seltene Fische fängt, also mutierte, erhöhen und gleichzeitig auch den Verkaufswert. Das wäre übelst krass. Es ist nicht hundertprozentig confirmed, aber ich meine, irgendwas muss das ja machen. Das würde zu dem Glücksbringer-Dasein halt auch irgendwie passen. Ja, zum Glück bin ich hier an der Schwarzfeldinsel beim letzten Mal, ja, ich wollte gerade sagen, gestrandet. Haben wir noch irgendetwas anderes? Ich meine, wir können jetzt nicht
nicht schauen. Achso, wir haben das Netz sowieso nicht drin, ne? Ich denke mal, wir haben alle Schätze soweit verkauft. Dann sollten wir uns aufmachen. Und zwar Richtung Windstrang. Als erstes hier zu der Stadt. Wir sind ganz gut positioniert. Wenn wir hier einfach mal durchfahren und dann nach links. Oh, Freunde, ich freue mich sehr, diese Folge hier für euch aufzunehmen. Ich bin super, super gespannt. Und ja, lass mal gucken, was dieses neue Gebiet bringt. Ich kann es mir ja gar nicht denken. Ich schätze mal, das sind so die Mangroven, aber wir haben ja jetzt auch eine Angel, die halt einfach alles kann, also beziehungsweise eine kombinierte Ausrüstung. Insofern mache ich mir eigentlich gerade um nichts Sorgen und bin nur neugierig. Schön, dass ihr da seid auf jeden Fall. So, und schön, dass ihr Freude habt an diesem Game weiterhin. Bin ich mir nicht sicher. War ich hier schon? Kann ich dort irgendwas machen? Nein, außer mein Boot beschädigen, weil ich halt fahre wie der allerletzte Goofy. Hinten irgendwie was? Nee? Ihr habt mir, by the way, einen Tipp gegeben. Das hätte ich gar nie rausgefunden, Alter. Diese Steine, wo man seine Hand drauflegen kann und immer nichts passiert. Da. Oh, wir sind schon da. Das soll man anfassen können, wenn man Panik hat. Also nachts sozusagen. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ich die Gelegenheit habe. Guck mal, wie nah das eigentlich alles ist. Aber der Tag ist halt auch schon wieder vorbei. Oh Gott, sollte ich da... Da ist die fahrende Händlerin. Ich sollte da erst anlegen, aber das ist hier interessant. Guck mal, ein viel größeres Boot. Oh Gott. Was ist hier passiert, hä? Da leuchtet auch was im Wasser. Oh, ist ein Forschungsteil. Nice. Wo wir vom Teufel gesprochen haben. Sehr gut. Das legen wir mal hier hin. Sorry, ich habe ein paar Tage nicht gespielt. Ich weiß nicht mehr um diese Tastenkombination. Warum glowt das so? Was ist hier besonders? Weil es ein Schatz ist? Ich frage mich, ob das auch irgendwie eine Auswirkung ist von dem Update. Ist das ein besonderer Schatz? Oh, das ist eine Erkennungsmarke. Das könnte tatsächlich was sein. Ein Name, eine Nummer, eine Adresse in doppelter Ausfertigung ausgedruckt. Ich weiß nicht, ob ich das schon verkaufen will. Moment, das könnte für eine Quest gut sein. So, Holz, wait, das Flugzeug habe ich ja nicht gesehen, Alter, oh mein Gott. Das macht doch so Sounds. Können wir da irgendwie ran? Nee, nicht wirklich. Wir fahren mal hier... Da ist Licht. Oh Gott, warum ist da Licht? Da ist noch jemand. Ah! Oh mein Gott! Okay! Ja, du hast mich! Du und deine Fähigkeit, Elektrizität zu generieren, wie auch immer, du Scheusal, Alter. Ich habe, glaube ich, keinen Platz im Lager. Es ist jetzt sinnlos, wenn ich hier die Bretter hole. Junge, die haben mich getrickt. Das Schwein. Nein. Nein. Wow, das hat ja geklappt. Was? Josef macht eine Ansage. Oh, was haben wir hier Schönes? Ah, ein Mangrovenfisch, den ich noch nicht kenne. Wels. Uch, der hat ja auch eine... Boah, dass die immer alle so viel Platz wegnehmen. Warum müssten die immer so groß sein, hör mal. Ich nehme die jetzt mit. Weil das ist so... Nachtschwingenwels. Ey, der sieht voll geil aus. Warum gibt's den nicht regulär? Na gut. Ja, mach deinen Trick. Okay, ich fahr zur Händlerin und bin dann im neuen Gebiet und guck mal, was diese Fischis hier wert sind. Oh. Alrighty. Boah, das ist richtig, das ist übelst. Ja, genau, voll das Labyrinth, Alter. Ich bin so gespannt, was wir jetzt machen müssen, um das neue Relikt zu kriegen. Hallöchen. So. Ja. Fischmarkt. Der ist... Oh Gott, die sind zusammen 300 wert. Der 218, Junge. Ey, ich scheiße auch ein bisschen Geld, ne? Also ich... Daran mangelt es mir halt gerade wirklich nicht. Wie sieht es denn im Lager aus? Extrem unaufgeräumt. Und ich wollte auch eigentlich nochmal nach dem Schatz gucken. Ihr habt gesagt, ich muss auf diese Kästchen hier schauen.
Das habe ich natürlich nicht gemacht. Vielleicht mache ich das eher. Was sagt denn ihr? Weil dann kann ich diese Kartenteile entsorgen. Die stopfen mir sonst nur alles voll. Kann ich das hier verkaufen eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ich muss mal schauen. Wenn ich zur Werft gehe. Für 34 ist es nicht besonders viel wert. Hm. Für die Schatzkarte nimmt sie gar nichts. Tja, aber du hast doch ein Forschungsteil. Du hast zwei Forschungsteile? Ja, komm. Ja, komm. Also, das ist super investiertes Geld, oder? Ich brauche jetzt vor allem, ich muss noch Stoff dredgen. Weil sonst ist doof. Oh, die Sachen kann ich auch verkaufen. Ja, für ein Apfel und ein Ei ist nicht wirklich was Gewinnbringendes, aber okay. Dann würde ich sagen, worin investieren wir mal? Die Angel wollte ich eigentlich nicht. Netze? Schon geil. Aber... ja, ich brauche halt den Platz für die Angeln irgendwie. Wäre mir das lieber. Die Körbe finde ich gameplay-technisch nicht so geil. Ich könnte es an den Motoren probieren. Ja, dann würde ich das wahrscheinlich eher lieber hier reinstecken. In diesen Super-Oschi. Oh, das Ding ist natürlich auch krass. Sind das hier 6 Teile? Oder sind es nur 5? Ich weiß nicht, ob das hier befüllt ist, weil der hier ist auch nicht. Wisst ihr, was ich meine? Das steht da leider nicht. Okay. Ein Forschungsteil brauchen wir da noch. Nachdem wir geschlafen haben. Wisst ihr was? Ich fahre morgen zurück zum Sternenlichtbecken. Oh, guck mal, da hinten. Da leuchtet irgendwie was. Oh, interessant. Bevor ich mich hier umschaue und finde den Schatz. Diesmal aber wirklich. Ich war zu ungeduldig beim letzten Mal. Was ist denn das hier? Könnte ich hier sein? Das ist es, oder? Knapp unter der Wasseroberfläche treibt eine Truhe. Öffne sie. Yes! Ja, das lohnt sich. Ah. Sehr gut. Okay, hier ein kleiner Schatz. Ein Forschungsteil. Dann können wir da den Sack gleich zumachen. Was haben wir hier? Großer Sack Golddublonen. Großer Sack Golddublonen. Und eine Silberplatte, Alter. Nice. Ist das echt eine Truhe an der Kette? Ihr wollt mich doch verarschen. Ja, das war's doch, oder? Hier gibt's ja auch nicht zwei Schätze in der Nähe, ne? Coole Sache. Was haben wir hier Schönes? Guck mal, kenne ich den schon? Boah, ich weiß gar nicht. Nee, den kenne ich noch nicht. Fangzahnfisch? Ja, lass die mal verkaufen. Wir werden hier nächtigen. Oh ja, in Blau und in allen möglichen Farben des Regenbogens nehme ich die auch gerne. Sehr schön. Weiß jetzt natürlich nicht, ob das mit der Chance, mutierte Fische zu kriegen. Also, wie sich das auswirkt. Hier kenne ich keinen Unterschied, aber vielleicht findet man... Vielleicht bedeutet das auch, man kriegt mehr Fangplätze oder so. Huh. Naja, whatever. Die kann ich noch wegfangen. Und dann werde ich hier nächtigen und dann, ja, haben wir das erledigt. Dann können wir die Schatzkarte halt auch wegschmeißen. Wisst ihr? Haben wieder ein bisschen Platz. Und der Sef ist happy. Oh, bam. Zack, zack. Es ist halt das Ding, dass die Zeit ziemlich schnell vergeht, wenn man hier angelt. Okay, also noch finde ich nicht wirklich mehr mutierte Fische als sonst. Einfach nur ein bisschen Geld nochmal farmen. Aber es ist alles okay, passt schon. Im Endeffekt, ja, das DLC, dieser Schlüssel sozusagen, hat jetzt 5 Euro gekostet. Ist das worth it? Natürlich nicht, aber es ist auch ein bisschen Trinkgeld für die Entwickler, weißt du? Klar, Team 17 ist ein großes Studio, aber es sind prinzipiell auch Indie-Entwickler, die sie verlegen. Also insofern ist das Geld bestimmt jetzt auch nicht schlecht aufgehoben. Sag ich mal, für jemanden, der im Indie-Bereich vor allem unterwegs ist. Bitteschön. Ja, let's go. 213. Ist jetzt nicht so viel, aber immerhin. Die Karte... Ja, das stimmt, ne? Ja, das ist es. Das passt schon. Das ist aber wirklich schwer zu finden, wenn du nicht 100% genau weißt, wo. Ansonsten, falls es das nicht ist, sagt mir gern Bescheid, weil dann, ich weiß ja ungefähr, wo ich gucken muss. Das ist ja nicht so schlimm. Notfalls ziehe ich mir irgendein Video rein oder so. Ja, ich muss ja mal irgendwie aufräumen.
Ich werde aber erstmal. Ach, das ist alles belastend, Alter. Ja, dieser dumme Sack, das passt hier halt gerade so rein, ne? Ich muss prinzipiell mal rüberfahren nach Kleinmark und die Sachen verkaufen. Es kotzt mich ein bisschen an, tatsächlich, dass es nicht andere Händler irgendwo gibt. Ich meine, das Forschungsteil kann ich loswerden, dann könnte ich mir hier den Motor schon mal saven. Aber das könnten wir. Sollen wir den mal? Warte mal, was haben wir denn gerade hier drinne von Zeug? Plus 36, plus 18. Tja, haben wir überhaupt so viel... Ja gut, wir können den nicht behalten, ne? Wir müssten einen kleineren kaufen. Oder den hier nehmen. Den müssen wir alles ausbauen. Nee, da haben wir auch keinen Platz für. Ja, ich muss nach Kleinmark. Oh mein Gott, ich komme hier... Es ist echt nicht so leicht, das hier alles zu managen, so. Ach, übrigens, die Gestalt in Gold, diese Robenleute, die sind jetzt nicht mehr zeitbasiert. Das haben sie ausgeschaltet. Das war für die Leute zu, ja, auch ebenfalls zu belastend. Was ich sehr gut nachvollziehen kann. Okay, jetzt mal kurz Richtung, Kurs Richtung Leuchtturm. Kurz ist auch, glaube ich, so das Motto. Weil so lang braucht es nicht, aber ist wichtig, dass ich hier ein bisschen aufräume, bevor wir uns ins neue Gebiet wagen. Ey, wisst ihr was? Ich habe jetzt hier gerade noch so einen Fangzahnfisch. War das das, was ich kaufen sollte, wo ich das gerade gesehen habe? Mission... Nee, einen roten Schnapper. Ah, okay. Nee, never mind. Ich dachte, weil hier ist die Figur in Gold. Aber das war der falsche Fisch, den ich gerade gesucht habe. Ja, never mind. Egal, ignoriert das. Schneiden wir raus. Regie, nicht wahr? Oh, die Leuchtturmwärterin kommt. Stimmt. Wenn wir immer mal so ein... Wir müssen hier hin, wenn wir ein Relikt irgendwie dahin gebracht oder gefunden haben. Dann sagt sie uns vielleicht was Neues. Die Leuchtturmwärterin kommt an Doc auf dich zu. Sie sieht dich fragend an. Du musst jetzt schon fast alle Inseln einmal besucht haben. Naja, 3 von 5. To be honest. Hast du gefunden, wonach du suchst? Ich bin nicht sicher. Der Ausdruck wird weich. Vergiss nicht, dass du die Kontrolle hast. Würdest du Zweifel haben, wäre es unklug, weiterzumachen. Man kann immer nach Alternativen suchen. Und dann aber herausfinden, dass die Alternativen schlimmer sind. Ja, das ist ein großes Rätsel im Leben, Freunde, mit vielen Dingen. Sie wendet sich von dir ab, schüttelt den Kopf und murmelt etwas in sich hinein. Dann geht sie zurück zum Leuchtturm. Hm, so spooky. Okay, nee, das haben wir erledigt. Den Fischhändler, mein alten Freund. Kein Wort des Hallos, sondern hier irgendwas mit Enzyklopädie? Du bist so ein richtiger alter Brummbär, ey. Ohne Mist. Hier, Anglerfisch. Das findest du nie wieder. Das wird eine richtige Delikatesse heute auf dem Großmarker Marktplatz. Die Leute werden sich verzehren. Die fragen, wo hat er diese Delikatesse her? Und dann bin ich längst über alle Berge, über alle Wellen, Alter. So, mit denen allen habe ich nichts mehr zu tun sonst, glaube ich. Let's go. Achso, kann ich die Krabbenkörbe noch einmal leer machen? Alles nehmen, leert den Krabbenkorb, belässt ihn an Ort und Stelle. Ja, let's go. Die fangen dann nicht mehr, ist mir bewusst. Aber ich habe jetzt keinen Bock, Geld zu investieren, um die zu reparieren. Das ist halt so whatever. Wann bin ich denn schon mal hier, weißt du? Ist jetzt schon wieder abends, ist schon wieder ein Tag vorbei. Ich komme zu nichts. Meine Mutter könnte ich mal wieder anrufen. So, hier, bitteschön. Übelst krass. 207, ja, whatever. Dann kostet die Reparatur von den Körben 190 und, ja, also... Ganz so schlimm ist es ja nicht, aber... Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Mal gucken. Vielleicht brauchen wir diese Körbe noch für irgendwelche Nebenmissionen. Dann mache ich das mal gern. Aber ich habe jetzt nicht das Ziel, das Spiel 100% durchzuspielen. So, einmal nimmst du den. Oh, der bringt 75. Das ist gut. Silberschmuck. Die Dublonen 172. Oh mein Gott, die Golddublonen. Bares für Rares, Alter. Ich glaub's nicht. Und der Teller 70 fast.
Ja, da wird schön gespeist. Anglerfisch kann ich da drauf empfehlen. Ich würde sagen, diese Erkennungsmarken, die behalte ich mal. Da würde ich gerne wissen, was es damit noch auf sich hat. Und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, irgendwas sagt mir das brauche, weil es ist halt kein Schatz, weißt du? Es ist halt... Das ist ein persönlicher Gegenstand. Vielleicht bedeutet der dem... Also, irgendwem das noch was. Wisst ihr, was ich meine? Es sieht aus wie so ein Nebenquest-Ding. Ja. Naja, oh. Seltene Fischilis. Hier sind auch bloß Holzbretter. Ich brauche unbedingt Stoff, sonst komme ich nicht weiter. Guckt mal, es gibt ganz unterschiedliche Arten von Mutationen. Ja, lol. Und hier sind doch gerade einige mutiert. Also drei von... Wie viel? Weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Schnitt, oder? I don't know. Okay, noch einer ist mir nicht vergönnt. Ich fahre vielleicht noch mal rüber zu den Teufelsschluchten. Um zu gucken, ob da noch irgendwo Stoff gespawnt ist. Weil ich weiß nicht, wo sonst. Ja, ich meine natürlich hier die Sturmklippen. Ne? Ist klar, nicht Teufelsschluchten. Ihr wisst schon. Hier hinten. Oh, ist da was Schönes? Nee, nur Fischis. Oh, Mann. Oh, warte mal. Vertreibt es das Unheil? Ich hab doch hier die Fähigkeit. Oh, das hat das funktioniert? LOL! Ich habe einfach eine Genki-Dama raufbeschworen. What? Wie verrückt. Okay, nice. Hier, Stoff. Oh! Nein, das ist Schrott! Damn! Ey, es gibt keine Bündel an Textilien hier mehr. Shit, ich muss meinen Schlüpper zerschneiden. Ich sehe da keine Chance. Jetzt kann ich hier mal noch bei dem Spawn gucken. Ansonsten bin ich echt... Ansonsten muss ich ins neue Gebiet fahren. Ich will halt bestens vorbereitet sein. Weil sonst kann ich auch mein Boot nicht weiter erforschen. Und ich würde es gerne. Ich habe halt so viel Geld und so. Aber... Hier nur immer wieder... Was ist das? Das ist doch Holz. Das ist Holz, ja. Das sieht doch manchmal ein bisschen anders aus. Das ist ein Fisch? Das sind doch mehr Fische? Da ist... Excuse me. Nicht rülpsen. Was ist Hammer hier? Das könnte doch Stoff sein. Das ist Stoff. Nice. Der Weg hat sich gelohnt. Ich hab wie... Also, wie erwartet, recht behalten, Leute. Ich hoffe, es sind ein paar mehr, Alter. Lass jetzt hier keinen kleinen Minispawnplatz, bitte. Aber das hilft schon mal. Ein paar Sachen kann ich dann schon mal erforschen. Das ist das Einzige, was mir fehlt. Und dann kann ich hoffentlich mein Lager ein bisschen leerer machen. Ich bin immer so übereifrig. Und stopfe alles voll. Oh nein, es ist schon wieder leer. Help. Oh nee, hier sind komische Aale, Alter. Aale und Rolltreppen. Ugh, okay, gute Nacht. Das vertreibt das Ding auf jeden Fall. Oh mein Gott, ist das gut. Man muss es halt nur schnell ausrüsten. Ey, ihr habt mir gesagt, ich soll hier hinterfahren. Huh! Das ist ein Videogame-Ding. Oh mein Gott, und was kann ich hier fischen? Etwas ganz Besonderes. Ein Riemenfisch. Den muss ich der Händlerin geben. Das war einer. Lol. Das war one and only, oder? Da gibt es nur einen. Was? Ich hab die ausgerottet. Und eine Schatztruhe. Auf einem Haufen Schutt liegt eine verrottete Truhe. LOL. Ey, das Teil hier brauche ich echt nicht, ne? Aber die Dublonen, die nehme ich mit. Okay, cool. Boah, ey. Zum Glück bin ich hier nochmal hergeeiert. Ohne Mist. Wenn ich jetzt noch einen Stoffplatz finden würde, wäre es natürlich noch viel geiler. Aber so viel Glück habe ich nicht. Das ist Schrott. Ja, schade. Doof. Also es respawnt halt schon, aber natürlich nicht das, was du brauchst. Das ist ein Schatz hier. Den nehme ich auch gleich mit, weil ich muss sowieso wieder nach Kleinmark und schieß mich tot. Ich wollte eigentlich schon längst im neuen Gebiet sein.
Aber ihr habt gesagt, ihr wollt das alles sehen, also schneide ich das auch nicht raus. Au! Was für eine... Frech. Jetzt massiv einfach. Okay, hier ist noch... das ist Stoff. Und da ist noch ein... Da ist noch ein Schatz. Oder? Nee, das ist Schrott. Ja, manchmal sieht es halt anders aus. Ah, wir nehmen das hier noch mit. Komm, 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 komm. So geil, so geil, so geil. Ich freue mich, Alter. Yes! Wir können die ganzen Upgrades reinballern. Boah! Unser Schiff wird so strong, ich sage euch. Ah, wir müssen das erst zur Händlerin bringen, hier den Fisch. Das dürfen wir nicht verpeilen. Nur gerne wissen. Nein, einer noch. Wie viel Wert der hätte, wenn wir ihn verkaufen würden. Aber wir kriegen ja dann... Also ich glaube, das ist der, den sie will, oder? Ist auch schon abends. Ich hoffe das. Mir war so, als stünde da Riemenfisch. Aber ich kann mich vielleicht auch irren. Okay, schauen wir gleich mal. Boah, ist so eine Fruchtfliege, Alter, verpiss dich! Alte Sau! Ja, schön wieder hier zu sein, by the way. Nimm die Monster weg und ich fühle mich hier am wohlsten. Fischmarkt. Wie viel wäre er wert? Er wäre 260. Weiß ich jetzt nicht. So, gucken wir mal. Seltene Fische. Ich habe einen Riemenfisch gefangen. Yes! Das sind gute Nachrichten. Das ist wohl ein Eintrag fällig. Hier für dich, es könnte von Nutzen sein. Geil. Ach so, warte mal, den kriege ich ja trotzdem, ne? Was mit den anderen Fischen? Riesentigersalmler, Quastenflosser. Ey, das waren jetzt zwei Fische. Dieser Pelikanaal, glaube ich. Und das Ding. Die habe ich nur einmal gesehen. Gibt's die nur einmal? An relativ geheimen Stellen. Das wäre halt krass. Huh. Okay, gut. Ja, den kann ich trotzdem noch verkaufen, ne? Mache ich auch. Let's go. Ich hoffe, das ist richtig. Okay. Lass mal Schwimmdock. Hier, das hier noch. Oh, ein Stoff noch. Ich dachte, ich bräuchte mehr, Alter. Ich bin jetzt... Jetzt bin ich ein bisschen verunsichert. Ich habe über 5000 Kröten. Zwei Netzplätze. Ich... 15 Rumpf! Yes! Komm her. Mach da noch eine Ebene mit Sachen, die ich da reinrüsten muss. Ich will mein ganzes Lager leer machen, am liebsten. Am liebsten. Oh, ist aber viel Stoff, was ich brauche. Ich hoffe, ich habe so viel. Ich meine, aber 15 Plätze... Wie viel ist es mehr? 15 neue Frachtplätze. Das ist insane. Augenblick. Oh mein Gott. Ich habe nicht so viel, ne? Ich habe so viel Stoff. Yes! 1500 kostet es mir egal. Ich bin übelst reich. Guck mal. Oh. Nice. Nice. Und jetzt kann ich auch noch hier. Oh, Alter. Yo, jetzt ist insane. Jetzt ist krass langsam. Leute. Da wären noch plus 4 Plätze. Das Ding ist. Naja, gut, so viele Ressourcen haben wir nicht mehr. Sollte ich das vielleicht eher in Motoren investieren? Weil da haben wir ja jetzt den neuen freigeschaltet. Und am Ende... Naja, ihr wisst, was ich meine. Brauchen wir dazu ja auch mehr Platz. So, ich mach das mal so. Brauchen wir diese veredelten Metalle für irgendwas hier noch? Für irgendeines von diesen? Wait, let me see. Dafür nicht? Ey, wir brauchen das gar nicht mehr. Wir können die verkaufen, theoretisch. Weil die nehmen auch relativ viel Platz weg. Sollen wir das machen? Warte mal, ich gehe mal zu meinem Lager. Nee, wie geht das ja hier? Ja, wobei, stört mich jetzt eigentlich auch nicht so, to be honest. Ich fahre jetzt nicht nochmal nach Kleinmark. Leck mich. Sonst werde ich hier nie fertig, Alter.
Ich könnte immer wieder neu dredgen. Ich könnte ja schon wieder neues Zeug hier holen. Ach, der hat die jetzt hier umsortiert. Warum das denn? Ja, das macht platztechnisch irgendwie mehr Sinn, ne? Weißt du, was noch mehr Sinn machen würde? Ich glaube, das hier. Ja. Jetzt haben wir eine riesen Freifläche. Ich würde vielleicht noch eine Lampe kaufen für nachts. Ich denke mal, das ist sinnvoll. Ich kann aber nur so eine kleine kaufen. Oder die. Wie viel hat die? 40 Meter Reichweite, 3000 Lumen. Die hat... Oh, das ist viel. Komm, nehmen wir die verbesserte. Verkaufen wir die hier für 200. Wir haben immer noch mega viel Geld. Alles klar. Und dann würde ich sagen, schlafen wir. Beamen uns am Morgen. Gleich mal zur Insel. Weil dann sind wir näher dran. Also sonst müsste ich jetzt hier schräg rüberfahren. Ne, wir beamen uns hier zur Schwarzfelseninsel mit unserer Superpower. Let's go. Bam. Here I am. On the road again. Okay. Hier durch und ab geht er. Bin ich eigentlich schon jemals hier über diese Insel, also so wirklich so richtig so drumherum gefahren? Oh, hier können wir was freisprengen. Oh, interessant. Mann, gut, dass ich keinen... Fuck! Jetzt fahre ich doch nochmal nach Kleinmark. Digi, ich hasse alles. Nein, hasse ich nicht. Hier war ich noch nicht? Fragezeichen. Wait, doch, hier war ich schon. Sieh hinein. Es ist schon aktiviert. Oh, wait. Ich finde es cool, dass du in unterschiedlichen Gebieten einfach unterschiedliche Musiken hast. Das taugt mir. So. Kauf meinen ganzen Scheiß, bitte. Wie gesagt, veredelte Metalle brauche ich, glaube ich, nicht. Eigentlich kann ich es auch verkaufen. I don't know. Ich nehme jetzt hier einmal Sprengung mit. Ich nehme nochmal Sprengung mit, weil die dabei zu haben... Naja, ihr seht es ja gerade. Mein Dilemma. So, Händler, hier. Zeig heute Blumen. Zack, zack. Easy peasy. Forschungsteile. Wo kommen die rein? Diesen Supermotor. Würde ich sie investieren. Achso, kann ich nur nicht. Ah, da muss ich das erst erforschen. Oh, ihr seid so doof. Na gut. Na, den will ich halt nicht, aber... Den hab ich doch schon. Hab ich den nicht schon? Hab ich doch verbaut. Oder war das was ganz anderes wieder? Keine Ahnung. Ja, gut. Okay. Gut, okay. So, hier war jetzt die Stelle zum Wegsprengen. Ah, da ist ein veredeltes Metall. Oh nein. Das alles dafür wirklich? Ja gut, kann ich verkaufen. Oh mein Gott, das geht ja aber ab. Wie Danny Burns Fidget Spinner. Let's go. Cool. Och, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich schwer enttäuscht. Ich habe Panik, by the way. Hier ist doch auch so ein Stein, wo ich meine Hand drauflegen kann. Nee, ich habe keine Panik, aber dieses Auge ist aktiv irgendwie. Oh, Stoff. Let's go. Ich glaube, den brauchen wir gerade noch gar nicht. Oder war da was? Wahrscheinlich schon. Ich nehme es einfach mal mit. Komm. Oh, Junge, ich dachte, das würde reichen. Und dann sind wir schon, wahrscheinlich schon eine Dreiviertelstunde in und ich habe immer noch nichts Neues gezeigt. Es tut mir leid. Oh nein, dann müssen wir die Folge ein bisschen länger machen. Das ist ja eine Katastrophe. Oh. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, lieber Kommentarbereich. Das tut mir ausgesprochen leid. Nein, wirklich. Wirklich. So, zum Geschäftlichen. Trockendock. Das... Hä? Komm. Papp das da dran. Wozu bezahle ich dich? Also zum Arbeiten, aber... Egal.
Hey, das können wir schon fast kaufen. Warte mal, wir hätten nur ein Holz gebraucht. Ah, ärgerlich. Ach nee, den einen Stoff, den haben wir noch. Ey, das... No. Ach Mann. Ja, ich penne jetzt hier aber nicht. Fahr gleich weiter. Sind die Bretter gerespawnt? Dann mach ich natürlich kurz einen Prozess. Aber sowas von kurz. Der kürzeste Prozess der Weltgeschichte, Alter. Pass auf. Bam. Das war auch nur ein Brett. Alter, nein. Ach. Die 4 Fangplätze werden hier gönnt. Oder 4 Allgemeinplätze. So. Talking Dog, ja. Und das ist jetzt Maximum. Mehr Platz gibt's nicht. Das ist das Schiff. Größer wird das Schiff nicht. Aber zieht euch das mal rein. Ein Schrottteil ist nur 2x2. Wie viel? Also wie krass viel? Das hätte man noch abgeben können. Huch. Platz, das vorher weggenommen hat, wollte ich sagen. Einfach unglaublich. Es hat, also so 4 von diesen Schrottdingern haben das Schiff voll gemacht. Aber diese Zeiten sind vorbei. Es ist schon wieder nachts, ich kotz. Junge, das geht so schnell. Ich fahr da trotzdem hin. Guck mal, der hat bloß 5 Plätze. Oh mein Gott. Moment, ins Lager. Okay, bau mal das aus ins Lager. Bau mal das aus ins Lager. Das nützt eh bloß, wenn ich mehrere habe. Ich habe mir gerade noch einen gezogen von der Sorte. So, bauen wir den so ein. Und den hier dann wieder. So. Das müsste insgesamt mehr ergeben. Ja, schon, ne? Boah, ich habe es jetzt gar nicht nochmal nachgerechnet. Aber von der Sache her, so die Motoren lohnen sich, wenn man da ganz viele von hat. Aber so erstmal weniger. Das Ding werde ich wahrscheinlich verkaufen, weil ich eh auf den größeren gehe, also den allergrößten. Nur, ja, ich lasse den mal noch. Ich kaufe ein Forschungsteil. Ich will eigentlich das hier verkaufen. Das ist irgendwie, also die Dinger sind jetzt Quatsch. Ich werde mal noch eine Sprengladung kaufen, weil kann man wahrscheinlich immer mal gebrauchen. Und ja. Ansonsten wieder alles fresh. Das kommt noch ins... Das habe ich irgendwie gerade noch gefischt vorhin. Die könnte ich nochmal hier reinstecken. Das tut mir ja auch nicht weh. Zack, zack. Dann sind die weg. Dann brauchen wir noch 3. Dann können wir mal noch hier ein Stündchen... 20 Minuten können wir mal noch ruhen. Oder waren es 5? Keine Ahnung. Alles klar, hier ist auch nichts Neues. Nee, ich habe ja keine Fische, stimmt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Erkundung. Oh Gott, ist es dunkel. Beziehungsweise neblig. Oh, was ist da denn? Warum ist die eigentlich hier? Oh, brummt hier das Geschäft, oder? Oh mein Gott. Was ist, wenn ich da durchfahre? Das ist doch eine Falle. Ih, was ist das? Halt's Maul! What? Ist das hier eine Falle? Kann ich so ein Viech hier reinlocken? Ich glaube, ich sollte da nicht reinfahren. Das ist was Böses. So, die Dinger kenne ich noch nicht. Lass mal die neuen Fische hier erkunden. Ein Riffbarsch. Was für ein Riff hier? Frage ich mir. So, 2-mal davon mit. Da drüben ist noch was Schönes, Besonderes, Leuchtendes, Glitzerndes. Funkelndes? Was ist das? Ich meine, hi. Knochenhecht. Ey, ich habe letztens mal gegoogelt, ne? Also alle, die ich gegoogelt habe, die gibt's. Das ist nicht ausgedacht. Die sind halt am Start. Die sind da draußen, Alter. Komm, gib mir so eine Mutante davon. Oder wie? Yeah, buddy. Boah, Alter, fancy. Ich finde die Mutationen so geil.
Es sieht so krass aus. Hier ist ein kleiner Schrein. Und hier ist noch ein Fisch. Was ist das? Oh, krasser Skillcheck. Oh, die sind alle so groß, Alter. Bum. Bum. Nice. Das macht Fun. Das finde ich cool. Nee, nee, lass mal. Was ist hier? Das ist doch ein Teil vom Flugzeug. Warte mal, das ist ein Pfeil da lang. Oh oh. Hier ist ein Schatz. Was ist das wohl? Ein Monokel. Das sind Wegweiser. Oh, damit man sich hier zurechtfindet. Das kann ich hier bestimmt wegsprengen, ne? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Inspizieren. Haufenlöser, Trümmer, Sprengladung. Ja, ja, ja. Komm, mach hin, Alter. Kommt das Vieh? Alter, gibt's für die... Die Seesnake einfach. Zerfledderte Quittung. Gib mal die Nachrichten hier. Wait, wo ist das hier? Kleinmark, Goldschmidt und Sohn. Summe von $50 und 0 Cent für eine silberne Halskette mit Smaragden in silberner Fassung. Weitere $3 für eine Gravur auf der Rückseite. Kunde will morgen wiederkommen und das Schmuckstück abholen. Der Text der Gravur lautet: Für Jay, meinen leuchtenden Stern. Es ist ein Hinweis auf einen Schatz, ne? Ja, aber... Toll. Sorry, ist jetzt nicht so mega die Begeisterung. Was hält uns davon ab hier? Warte mal. Andersrum müssten wir fahren, ne? Quasi hier durch. Machen wir das mal. Ich weiß gar nicht, wie viel Sprengladung wir noch brauchen, sonst müssen wir wieder zurückfahren. Zu den Sturmklippen. Oh, was ist hier? Soll ich hier durch? Ich habe Angst. Okay, Angst ist unberechtigt. Lebt hier wer? Hier lebt doch wer. Was feuerst an? Sieh nur einen Flugzeugabsturz. Oh mein Gott, hi! Ein großer Mann beobachtet dich durch den aufsteigenden Rauch eines Lagerfeuers. Ja, alles ist in dichten Nebel gehüllt. Jetzt wissen wir auch, wer dafür verantwortlich ist. Das ist der Pilot. Der hat seinen Arm verloren. Er schnitzt beiläufig an einem Stück Holz und steht auf, als du an Land kommst. Fremder, nach deinem Gesichtsausdruck zu urteilen, hast du schon Bekanntschaft mit den hiesigen Bösewichten gemacht. Setz dich doch. Setz dich zu ihm ans Feuer. Ich versuche sie aus diesem verdammten Dschungel zu vertreiben, seit wir abgestürzt sind. Die Jungs haben sie Geistfresser genannt, weil sie einem den Verstand rauben. Sie ließen uns Dinge sehen, Dinge tun. Ich möchte dich bitten, mich von ihr wegzubringen. Allerdings erst, wenn ich mein Geschwader gerecht habe. Was ist mit ihnen passiert? Einige stürzten im Nebel ab, krachten in Baumkronen, fielen ins Wasser. Jene, die überlebten, sammelten sich hier unter der Krone dieses Baumes. Doch er bot nur dürftigen Schutz. Bevor Hilfe kommen konnte, schwand unsere Zahl. Dezimiert durch Feinde und durch den Wald selbst. Ja, und durch das knusprige Vergnügen, was das Lagerfeuer hinterlässt, wahrscheinlich. Ich habe in all den Jahren schon eine Menge Möchtegern-Helden kennengelernt, doch keiner wollte mir helfen. Bist du anders? Ich kann dir helfen. Das dachte ich mir. Du bist der Richtige, du hast das gewisse Etwas. Hör mir zu! Zuerst müssen wir die verstreuten Teile des Mörsers meines Geschwaders finden. Damit könnten wir den Bestien dann ordentlich einheizen. Nördlich und östlich sind noch andere Flugzeuge. Ich markiere die Absturzstellen auf der Karte. Ja, eins habe ich schon gefunden. Dann kannst du nachsehen, was dort zu holen ist. Wie willst du deine Kameraden ehren? Ich habe ein paar ihrer Erkennungsmarken hinter mir im Baum aufgehängt. Das erschien mir passend. Aber ich habe nur die Erkennungsmarken derer, die ich... Ich habe nicht alle Leichen gefunden. Solltest du zufällig über die noch fehlenden Erkennungsmarken stolpern... Oh mein Gott, ich wusste es! ...würde ich sie gern denen ihrer Kameraden hängen. Ich habe mir eine Reihe von technischen Spielereien, die du vielleicht nützlich findest. Nimm das! Auf Treu und Glauben. Für jede Erkennungsmarke, die du mir bringst, bekommst du mehr davon. Oh. Oh, zum Glück habe ich das nicht verkauft. Zum Glück nicht. Geil. Sehr, sehr geil. Mein Lager. Da kann ich doch gleich mal das Ding hier in mein Inventar packen und sie ihm bringen, ne? Ich habe einen Erkennungsmarken gefunden. Lass mich mal sehen. Einige, Alter. Hype den mal nicht so. Hier, bitteschön. Ich...
Ich danke dir. Ich werde sie an den Baum hängen und hier deine Belohnung. Alles klar. Crazy. Ja, muss ich nicht machen. Muss ich nicht. Ah, deswegen konnte ich die auch gleich verkaufen. Es war mir aber klar, dass das irgendwie... dass es irgendwie lohnenswert ist, ne? Dem Alten zu helfen. Was ist das da? Das Gelbe, das Pulsierende? Diese Pilze. Na, komm mal her, Digi. Na, komm mal her. Komm, fahr da durch. Dankeschön, liebe Falle. Dankeschön. Oh, 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 oh. Ich kann's nicht zünden, Alter. Es ging nicht. WTF? Es hat einfach nicht reagiert. War das auf Cooldown? Oh, das kann sein. Das braucht aber lange, ey. Alles klar, da hinten ist noch irgendwie was. Das muss ich exploren. Lass mal erstmal die Fische verkaufen. 359, die sind schon ziemlich wertvoll. Das Ding kommt ins Lager, das Ding verbrate ich gleich. So. Wir sortieren uns etwas. Wir nehmen die Sprengladung mit. Weil die kann man immer mal gebrauchen. Haben wir ja gerade gesehen. Okay, auf der Karte sind sie markiert. Meinte er. Wait. Ah, da wo das Flugzeug ist, habe ich die Marken gefunden. Ah, die eine. True, ne? Okay, dann ist hier eine andere und da... als ob. Ach, da ist noch ein Lager. Ja, ansonsten? Nüscht. Ja, dann fahre ich gleich mal hier rum. Also ich penne jetzt einfach mal eine Runde und mache das bei Tag. Tag 76. Let's go. Let's go. Sieht verrückt aus. Ja, auch die Insel. Das kenne ich auch noch nicht, oder? Oder kenne ich den? Nee, kenne ich noch nicht. Großkopfmeeresche. Boah, was ist die Mucke? Ich angel einfach ein bisschen, weil Geld... Aber jetzt nicht zu übermäßig. Ja, hier habe ich das gefunden. Könnte ich auch dredgen? Ist Holz. Holz baue ich doch. Das nehme ich gleich mal mit. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, liegen lassen. So. Und dann gehen wir zu dem anderen Kreuz da. Einmal 180 Grad. Und dann bin ich gespannt. So. Ja, easy. Diese Sounds, Alter. Ich glaube hier rein. Oh, Tag ist halt nicht unbedingt besser hier. Moment, hier lang. Als ob der da nicht hingekommen wäre. Und wie ich mir hier diesen Shortcut freischalten werde. Per Ansage. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Das ist ein Mörserteil, ne? Ah, das Rohr. Scharpe Schutz, Alter. So, das ist Schrott. Brauchen wir aber auch. Können wir gleich mal abgeben. Boah. Ich nehme das alles mit. Ich kann mich halt nicht drauf verlassen, dass ich was Spezielles dann wieder finde, wenn ich es brauche. Das Ding ist, hier ist keine Marke, aber die hier sind, die hat er wahrscheinlich schon. Das hat eher so Nebenquest-mäßig. Okay, der hat gerade irgendwas geladen. Dann ruckelt es immer so. Ich fahre trotzdem gleich mal hier raus. Verbessere alles. Und dann fahre ich zu dem Ort, wo das Lager ist, aber vermutlich erst morgen. Da die andere markierte Stelle. Fische, ja, whatever. Das lasse ich mal im Lager. Glaube ich. Ja.
So, Schwimmdock. Zeig mal her. Das. Richtig und wichtig. Okay. Zack. 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 Schätze, das war's. Jo. Jo, mehr haben wir nicht. Haben wir hier noch was drinne? Oh, das hätten wir gleich fertig machen können, oder? Nee, hätten wir nicht. Da fehlt uns ein Schrottteil. Ja, aber passt. Passt. Nee, ich schlaf. Das ist mir zu unheimlich. Ja, bis um 5 kommen. Forschen. Hauen wir hier rein, dann brauchen wir noch eins. Oh, das können wir wahrscheinlich bei ihr kaufen. Warte mal, das ist ja pro Tag hat ihr out. Die haben 2 sogar, kaufe ich auch. Oh, jetzt geht uns das Geld langsam ein bisschen flöten. Aber wir haben auch nicht mehr allzu viele krasse Investitionen zu machen, insofern. So, einmal zack, dann haben wir den. Das ist der maximalste Motor, ne? Wie viel kostet der? Sag mal an. Power Motor, 600. Let's go, let's go. Ist der wirklich besser als der andere da? Sieht irgendwie gar nicht so aus, ne? Warte mal, wie viel... Warte mal. Kriegen wir ja genau zurück. 67. Lass mal den ausbauen. Zack, da rein. Verschwenden wir halt den Tag dafür, ist auch egal. Dann müssen wir das hier mal irgendwie umpositionieren. Okay, wir haben noch 2 Slots. Ist das doof? Nee. Ich muss den woanders hinsetzen. Ich muss den hier hinsetzen. Das ist mir irgendwie lieber. I'm sorry! Aber wirklich hier den ganzen Tag verschwendet. Den kriege ich nicht. Wir kriegen höchstens noch die. Ah, plus 15. Aber die kleinen Dinger, die bringen mehr. Die hat sie nur nicht immer. Da könnte ich jetzt 2 von einbauen. 3, meine ich. Bringen insgesamt am meisten, glaube ich. Ja, die ist bloß 15 oder 10. Und jetzt sind wir so schnell wie nie zuvor. Wenn wir jetzt noch einen Strahlenantrieb haben, dann ist, glaube ich, das, was wir maximal hier rausholen können. Und das wäre auch völlig in Ordnung. Joa. Gut. Jetzt weiß ich nicht, was ich mit den anderen Forschungsteilen machen soll, aber... Ja, legen wir das da mal rein. Erstmal. Anderen Motor können wir eigentlich verkaufen. Ich lasse die mal noch. Schlaf eine Runde. Haben wir heute nur in der Werkstatt verbracht, Alter. Ich hoffe, ich habe neuen TÜV bekommen hier für das Teil. Okay. Let's go. Was ein Stress. So viel Management hier. Weißt du was? Ich leg hier meine Abwehrpower auf, ihr wisst schon. Genau wie in dir, du Ekelpaket, Alter. Ah! Nein! Fuck! Warum? Okay, es kommt zum Glück nicht. Da können wir noch rein? Oh, ich mach das mal. Ich habe ja hier die Idee. Scheiße, das Ding kommt, oder? Nee, es hat sich bloß so angehört. Boah, hab ich Angst. Okay, was gibt's denn hier Schönes? Oh, besondere Fische. Das ist ein Riesentigersalmer. Ach hier, hier ist der. Schön. Das sind 2 weitere Forschungsteile für den Savvy Boy. Der war ja nicht so krass versteckt. War ja nun nicht schwer rauszufinden, auch hier alles. So. Smaragdring. Hast du nicht davon, was sie sagt? Wegen der Gravur und so? Habe ich nicht da das gefunden, diese Nachricht? Okay, jetzt muss man hier mal schauen. Ach, hier bin ich. Boah, ist ja ganz woanders. What? Da muss ich hier nach links?
Boah, ich hab komplett die Orientierung vergeigt. Fuck! Das ist schwer. Das ist schwer mit diesem Antrieb. Oh mein Gott. Okay, Leute. Lass uns mal zusammenreißen. Guck mal, wie schnell der fährt. Puh. Ich muss ja langsam durch. Hier vorne. Das ist zumindest ein besonderer Fisch. Ah, kann ich nicht. Nee, das kann ich vergessen. Das dauert ja auch 25 Jahre. Oh, hier ist ein Schrein. Ich fahr schon wieder falsch. Da hinten ist es. Unförmiger Felsblock mit einer kleinen Plattform. Gestalten deformierter Fische. Oh mein Gott. Hier muss ich nur Mutanten opfern. What? Das, da habe ich noch kein einziges habe ich davon gemacht. Okay, ich wollte nur mal gucken, ob hier irgendwie was ist noch. Ey, das ist eine verrückte Gegend, Alter. Ich fahre jetzt hier rum. Löffelstiel. Ah, da müssen wir von der anderen Seite ran. Trägheit der Masse ist nicht gerade mein Freund hier gerade. Ich wollte gerade sagen, mein liebes Fräulein, du. So, ganz schön sneaky. Das ist der Ständer. That's what he said. Den werde ich da rausholen. So. Mörsergestell. Ja, genau. Genau so heißt es. So, hier ist ein bisschen Schrott. I take it with me. Oh, mach hinne. Das ist die Frage, ist das alles, was der wollte? Das waren nur zwei Kreuze. Also, I mean... Vermutlich schon, ha? Huh? Diese Nebenmissionen mit denen, also klar, ich will, dass er seine Kameraden beerdigen kann und bla. Aber am Ende kriege ich von ihm einen Forschungsteil. Das können wir uns auch für 200 Tacken da kaufen jeden Tag. Das ist jetzt nicht so der Bringer. Das haben sie ein bisschen, das ist ein bisschen schade. Seht ihr das auch so? Oh, ich will ganz außen rumfahren, ich will eigentlich da nicht durch. Oh mein Gott. Krass, krass, wie die das hier gemacht haben. Oh, hier ist noch was. Ich wollte sagen, die haben ja für... Oh Gott. Die haben es ja so gemacht, dass jeden Tag bei der Händlerin mindestens ein Schrottteil zu kaufen ist. Mit einer Chance, dass es sogar zwei sind. Und diese ganzen Nebenmissionen, wie diese besonderen Fische und so... Ja klar, wenn du deinen komischen Pokédex hier... vollständig irgendwie zusammensammeln willst, dann macht das Sinn. Aber ansonsten eigentlich jetzt nicht so viel. Der Rumpf eines alten Kampfflugzeuges. Oh, das Zeug's drin, aber konnte ich auch in den anderen? Das weiß ich nicht. Scheiße. Holz. Jetzt hätte ich es alles ein bisschen effizienter platzieren können, ne? Oh! Ja, und dann passiert das. Und du kriegst sowohl noch ein gratis Forschungsteil. Tja, weil dieses... Ich sag mal so... Das Grinden... Das dauert jetzt auch nicht so lange. Du farmst halt mal 20 Minuten... Und hast mega viel Money. Ich hab Angst hier, Alter. Es ist der nächste Morgen. Die sollten das wieder ein bisschen weniger machen. Shit. So nicht so easy an die Sachen rankommst. Meiner Meinung nach. Guck mal, wie schnell der immer noch ist, ne? Und ich hab, wait.
Nee, okay, meine Motoren sind noch vollständig. Ah, das ist schon Mordspeed, ey. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, wo ich die Forschungsteile rein investieren soll. Für mich stellt sich jetzt so ein wenig die Frage, können wir in das andere Flugzeug rein, jetzt da, wo wir mit dem Typen gesprochen haben? Oder ist das... Nee, können wir nicht. Ich war hier schon mal, ne? Ich war ja eben schon. Da ist die Krabbe. Nee, kein Glitzer. Da ging es nicht rein. Das war eine einmalige Sache. Alles klar. Auch komisch, dass wir es nicht mal versuchen, da reinzukriegen. Irgendwas Nützliches hätte sich da rausfinden können. Der Händler kauft eh jeden Scheiß. Sagen wir mal ehrlich, komm. So, erstmal, bevor ich es vergesse, den ganzen Babs hier reparieren. Dann das ins Lager, das ins Lager, das. Den Rest, den nehme ich mit. Ach, ich habe jetzt hier keinen Bock aufzuräumen. So, repariert ist. Quest, bevor ich den verkaufe. Seltene Fische. Ein riesen Tigersalmer hier. Gute Nacht! Yippie! Schweinebacke! Was mit den anderen Fischen? Quastenflosser, Digga, wart's doch ab! So. Die will den gar nicht, Alter. Die gibt mir noch Geld dafür zusätzlich. Ach, 100 ist der wert! Naja. Naja. Komm. Hey, kann man auch schon mal ein bisschen was springen lassen für den Oschi, Alter. Aber was weiß ich schon. Mensch, so richtig ideal ist das hier nicht von der Aufteilung, aber gut. Fahren wir zu dem Boy. Wir haben jetzt nicht gepennt. Meine Fähigkeit ist auf Anschlag, mein Abwehr. Ich fahre da nicht durch. Hau ab. Das ist doch hier nur, damit wir da kentern. Mit einem Mordsantrieb. Oh! Freu dich. Ja, mein Freund, der Silvesterboy ist wieder da. So. Ich habe einige Erkennungsmarken gefunden. So. Bitte. Danke. Habe Teil des Mörsers gefunden. Das ist alles. Während ich den Mörser zusammensetze, kannst du bereits mit der nächsten Phase des Plans beginnen. Ja, wahrscheinlich wir zusammensetzen. Du steckst das Rohr einfach da drauf. Wie lange dauert das? In der Zeit drehe ich mir einen, Alter. Und pinke dir in deinen Sumpf. Wahrscheinlich sind dir in den Lagunen die Vorrichtung aufgefallen. Es sind Fallen, die ich dort für die Geisterfresser aufgestellt habe. Wir müssen sie nur noch dahin locken. Das habe ich versucht! Dein Scheiß funktioniert nicht! Haben wir sie festgesetzt, kann ich ihnen mit dem neuen Mörser den Gar ausmachen und das war's dann. Keine Albträume mehr. Ich kann dich doch auch einfach wegbringen und wir sparen uns den Scheiß. Lass das Ding doch. Okay. Wie geht's nun weiter? Wir müssen drei spezielle Köder aus verschiedenen Fischkombinationen herstellen. Ach so, okay. Drei Fische aus dieser Gegend. Ach du Scheiße. Ja, okay. Die hatte ich alle schon mal. Ich habe noch nicht genug Fisch für diese Köder. Komm, wenn du den Rest hast. Für den zweiten, damit ich gleich mal sehe, was hier Phase ist. Okay, das ist ein Wels. Den hatte ich schon. Diesen hier muss ich mir merken, da brauchen wir drei von. So, den dritten. Zähl mir den dritten, bitte. Oh, die weiß ich nicht, was das ist. Die habe ich noch nicht gesehen. Okay, ja, ich war... Hör auf, mich anzustöhnen. Bestückung der Fallen. Achso, nee, nein, das war das. Alles klar. Na dann, wird jetzt geangelt, Freunde. Meine Fähigkeit kann ich erstmal eine Weile nicht einsetzen. Shit. Vielleicht brauche ich doch den Speed. Boah, keine Ahnung. So, ich versuche mal schnell was zu fischen. Das sind die hier. Da brauche ich auf jeden Fall drei von. So, eins. Was war das denn für ein Lichtschein hier gerade? Zwei. Drei. Okay. Das waren die. Dann. Nein.
Aber den kenne ich noch nicht. Den mit dem langen Schnabel da. Ich glaube, die waren die hier? Yes! So, einmal den. Und dann brauchen wir noch einen Wels. Den haben wir da drüben gesehen. Ich glaube, zwischen den Klippen. Meine ich. Mal schauen. Oh, das Wasser ist wellig. Oh, hör auf! Ja, da oder hier haben wir doch einen gefangen. Na, weiß ich nicht, ob die nachts da sind. Oh, du! Fähig! Och, die sind ja awkward. Okay. Hey, Schrottteil zwischen die... Hey, ich will ein Viereck bauen, ein kleines. Ja, gut! Wenn wir jetzt noch Wälze kriegen... Die waren nämlich auch hier irgendwie. Dann wäre geil. Ich muss mir hier an dem großen... Boy vorbei... Ja, nicht aufschrecken, nicht das Wasser aufschrecken, Seth. Oh mein Gott, ich hab sie alle! Diese Schlangendinger wären nicht da, wenn nicht nachts wäre, oder? Okay, nehmen wir mal ihn mit. Ey, zum Glück, weißt du, wie sich das lohnt, wenn du vorher mal ein bisschen fischen gehst und eine ungefähre Ahnung hast, was du hier machst? Also, wonach du Ausschau halten musst. Ist so fucking lohnenswert. Oh mein Gott. Ich werde jetzt trotzdem schlafen, bevor ich wieder zu dem fahre. Und dann können wir, glaube ich, schon alle drei Köder machen, wenn das richtig ist. Brauchen wir von diesen Schlangen mehrere? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich nehme mal noch eine mit. Moment. Hier waren die. Die sehen aus. Das sind keine Schlangen, das sind irgendwie Aale, ja. Okay, just to be sure, sonst muss man den ganzen Weg nochmal zurückfahren. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Alles klar. Schaden haben wir 0. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Ihr Lieben. Bin so gespannt. Oh, 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 oh. Okay, kein Schaden. Mit Nacht! Ah, das muss reichen. Ich muss irgendwann mal den ganzen Tag schlafen, um das wieder auszugleichen. Oh, das reimt sich sogar. Meine Fähigkeit müsste off Cooldown sein. Insofern. Halt's Maul! So richtig angreifen tut's aber auch nicht, ne? Also. Meistens. Nee, es lässt sich sehr schnell abwimmeln. Vielleicht bin ich auch einfach zu flott. Mittlerweile. So. Lasst uns über den ersten Köder sprechen. Heißt einmal dit hier. Einmal ihmchen. Und hier, let's go. Das sollte klappen. Ich bestücke damit die Falle. Ich bestücke damit die Falle, such das zweite. Macht ihr überhaupt irgendwas selber? Zwei Beine hast du doch nur noch. Wenn die Fallen zuschnappen, feuere ich mit dem Mörser drauf. Bring mir auf jeden Fall einen Beweis dafür, dass das Ding tot ist. Ah, das ist der Köder für die 1. Sehr gut. Nee, der zweite. So, dann brauchen wir nochmal das. Und ihmchen. Ja, yeah, danke. Geil. Jetzt sogar mit bemalten Eimern. Ja. Ach, zwei brauchen wir, ja. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Sei mir verziehen. So, cool. Also, ich bestücke die Fallen, lock das Ding da rein und er schießt drauf. Aber das ist ja dreimal, ne? Also irgendwie, puh. Okay. Ich habe meine Fähigkeit zum Glück off Cooldown. Wo ist denn die? Okay, ja, wie machen wir das? Erstmal hier vorne. Das Ding ist sowieso meistens hier. Ein großer Käfig hängt über dem Wasser, darunter schwimmt ein kleines Behältnis. Bestücke die Falle. Du machst es automatisch, ne? Oh, no. Sorry. Ich wollte es nicht drücken. Ist ihm scheißegal, Alter. Der sieht Fressi. Nice!
Oh mein Gott! What? Im Inneren befindet sich der Kadaver. Voll, ihr müsst halt. Ihh, das ist so ein Resident Evil-Scheiß, Alter. Fleischklumpen. Ey, der muss, das, muss halt auch noch treffen. Wenn er nicht trifft. Junge, ist das ein Scharfschütze, Alter. Ich wusste nicht, dass das Ding dann auch gleich da spawnt. Das ist ja insane. Das macht's ja aber übel easy. Oder habe ich das einfach alles... Also, bin ich smart vorgegangen. Ich weiß nicht, ich will mich immer nicht selber loben. Warte mal. Es fühlt sich an, als wäre es schon Jahre her, dass mir zum letzten Mal warm war. Ich erwarte nicht, dass er schreibt. Ich will nur das Gefühl haben, dass er hin und wieder an mich denkt. Er muss zurückkommen. Ich habe ihm noch einen Brief geschrieben. Es wird der letzte sein. Oh Mann, Alter. Ja, er denkt an dich. So. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, das Monster. Oh shit, das Monster. Ich dachte, es gibt nur eins, by the way. Da ist noch ein Steg. Kenne ich auch nicht. Ah, hier hätte ich reinfahren müssen. Guck mal, da kann ich noch was holen. Zeig mal her. Lager. Ach so. Betrachte die Fische am Spieß genau. Verrottete Fische hängen vom Spieß. Das Feuer darunter war schon vorbereitet. Sieht nach einem überstürzten Aufbruch aus. Schau dir das Stoffbündel an. Am Fuß eines Baumes liegt ein Stoffbündel. Jemand hat hier geschlafen. Er ist übersät mit Baumrindenstückchen. In den Stamm drüber wurden Symbole geritzt. Es gibt drei unterschiedliche Gruppen von Symbolen. Ein Buchsymbol mit nach oben weisendem Pfeil. Es hängt über einer Wolke. Fünf merkwürdige Symbole zieren die Ecken eines Pentagramms. In der Mitte liegt eine menschliche Gestalt. Aber was sagt mir das? Auf einer Welle sitzt ein Buchsymbol. Vom Buch aus weist ein Pfeil nach unten durch die Welle hindurch. Was? Das weiß ich überhaupt nicht, was das bedeuten soll. Gar kein Plan. Irgendwelche Schatzlocations oder so, aber... Keine Ahnung. Ich bin definitiv falsch. Scheiße. Oh! Digi! Oh, er ist rot. Ah, er hat mich. Ah, ich bin super schnell. Oh mein Gott, du bist so ein Loser, Alter. Er hat mich. Dann komm doch hier raus. Fressen dich die Haie. Fressen dich die Raben. Macht der Geisterfänger plumps. Okay, ich sag ja. Ich sag ja. Alright. Oh, ich kann nicht schnell sein. Wo ist diese dumme Falle? Wo ist die hin? Wo ist die jetzt? Hier lang. Oh, ich kann mich null orientieren. Sieht alles anders aus, als ich die Karte im Kopf habe. Hier. Ich muss hier hinter am besten. Großer Käfig. Ja. Bestücke die Falle. Ja. Ah, das kommt von hinten. Oh, die haben nicht damit gerechnet, dass ich davor... Knack! Wie schnappt denn die Falle zu eigentlich? Boom! Let's go! Ist so dumm! Oh mein Gott! Cool. Der Rest des Kadavers versinkt. Der kann sich doch regenerieren, so wie der aussieht, Alter. So, der letzte. Der letzte ist da unten. Wir fahren am besten... Oh Gott, ich muss noch 5000 Mal auf die Karte gucken. I'm super sorry. Das ist alles nicht so einfach für mich. Ich kann mich sehr schwer orientieren. Aber ich gebe mir die größte Mühe immer. So, hier lang. Ja, da durch hier geradezu. Scheiß mal auf die Fischis. Bisschen nach rechts. Da in der Mitte von so einem
Feld. Also hier? Ja, hier. Okay, okay, okay. Nice. Da kommt's. Und dann sind alle weg. Ich glaub das gar nicht. Huh. Lad das Ding durch, Großer! Knack! So, alles klar. Drei Kadaver. Für drei Geisterfresser. Ich glaub nicht. Und jetzt sind die wirklich weg? Huh. Das muss ich erst mal sehen. Keine Ahnung, to be honest. Huh. Ich meine, vielleicht muss ich auch ein bisschen vertrauenswürdiger sein. Achso, ich hätte hier gleich... Ist auch egal. Ist auch egal. Seid ruhig. Ey, Fischis. Was schwimmt hier? Ach, hier hätte es die Auge gegeben. Naja, gut. Na gut. Eindeutig. Man muss halt auch immer nachts fischen gehen. Man muss halt erwarten, dass die Fische, die man nicht gesehen hat, nur nachts auftauchen. So, mein Freund, das war eine sehr erfolgreiche Aktion hier. Ich habe da einen Kadaver, den ich dir zeigen will. Dann wollen wir mal sehen. Du reichst dem Flieger den zerfetzten Fleischklumpen, er ist nahezu formlos. Doch ihr wisst beide sehr gut, zu wem er nur gehört haben kann. Was soll denn diese Geheimniskrämerei? Er hat's doch gesehen. Er stochert mit seinem Messer in dem gummiartigen Fleisch herum. Er scheint zufrieden zu sein. Ja, das war mal eins dieser Biester. Wir machen Fortschritte, aber es gibt noch viel zu tun. Hast du noch mehr? Du lässt das Fleisch fallen, da sticht ein paar Mal mit dem Messer hinein. Es wabbelt. Wabbeln ist auch so ein geiles Wort, wenn man es liest. Und wieder einer weniger, jetzt bleibt nur noch einer. Bringen wir es zu Ende. Oh, da ist noch mehr. Du hast doch dreimal geschossen. Seine Augen glitzern vor sadistischem Vergnügen. Er beugt sich hinunter und sticht mit dem Messer in das weiche Fleisch. Es teilt sich unter der Klinge und gibt den Blick auf einen metallisch glänzenden Gegenstand frei. Er reißt den Gegenstand aus dem Fleisch der Kreatur und hebt ihn hoch. Du erkennst, dass es eine Halskette ist, überzogen von blutigem Schleim. Die ist für den Sammler. Oh mein Gott! LOL! Er tritt von dem Kadaver zurück, sein Gesichtsausdruck wird melancholisch. Das war's dann wohl, schätze ich. Was willst du jetzt tun? Ich weiß nicht, ich dachte, ich würde dich bitten, mich von dir wegzubringen. Aber irgendwie ist es mir doch eine Art Heimat geworden. Ja, ich verstehe das. Irgendwie kann man dann nicht mehr zurück. Es fühlt sich nicht richtig an, meine Brüder hier zurückzulassen. In der Zwischenzeit könnte ich spezielle Köder für dich entwickeln. Das würde deine Erträge erhöhen. Hä? Hier, das ist von dem anderen Köder übrig geblieben, den wir gemacht haben. Damit kann man alle möglichen Arten anlocken. Aha. Wirf einen Köder ins Wasser. LOL! Ach so! Ich kann dir Köder kaufen! Hier platzierter Fisch wird zu Ködern verarbeitet. Also egal, was? So, sorgt es dafür, dass die, also die, dessen Fleisch ich da verwende? Nee, dann wären ja alles Kannibalen, ne? Okay. Umwandeln. Lass mich kurz malen. Das ist alles, was ich machen konnte. LOL! Okay. Cool. Die fahren total auf das Zeug ab. Ob Tag oder Nacht scheint keine Rolle mehr zu spielen. Die Arten zeigen sich. Nice! Nice! Und das war... Das war's. Das war... Wie heißt das hier? Windstrang? Krass! Also wir haben's! Ich bin amazed! Okay. Ich bin auch ein bisschen sad, dass das jetzt so schnell ging. Oh Mann. Okay, ja. Na dann. Puh. Ah, guck mal, hier ist der Köder. Das muss ich probieren. Nein, hör auf damit. Mach das an. Dankeschön. Zu spinnen, Alter. Das ist eine ganz dumme Einparkmöglichkeit. Wow. Verfallenes Anwesen. Du betrittst das Haus. Du hast die prächtige Halskette bei dir. Der Sammler bemerkt sie beinahe sofort.
Ein herausragender Fund. So etwas verlangt nach einem Ehrenplatz in meiner Sammlung. Er wischt mit der Hand über den zugerümpelten, staubigen Tisch, in dessen Ecken sich Kerzenwachsreste sammeln. Er platziert die Halskette vor sich auf dem Tisch. Ich nehme an, du erwartest eine Belohnung. Einmal mehr öffnet er das Buch. Staub wirbelt auf, als er daraus liest. Du fühlst dich plötzlich schwach, aber du stehst da wie angewurzelt. Deine Knie drohen nachzugeben. Fähigkeit freigeschaltet. Atrophie. Fange sofort einen ganzen Fischschwarm. Bitte was? Alter! Wir sind so nah dran. Es fehlt nur noch eines. Ich schlag's mir ungern vor, aber die Abyssalebene vor dem Teufelsgrat ist ein vielversprechender Kandidat. Dort würde ich mein Glück versuchen. Abyssal und vulkanisch mit Sicherheit. Ich markiere die Stelle auf deiner Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Verrückt! Einfach nur crazy! Way! Okay, wenn ich das jetzt hier... LOL! Okay! Diese Kreaturen sind dem Untergang geweiht. Digga, übertreibt man nicht. Nur weil sie sterben. Krass, guck mal! Die Fische fliegen da so. Ist das insane! Das hat natürlich eine Abklingzeit. Ja, das ist klar. Das wäre vollkommen overpowered. Ich habe doch aber hier irgend so ein Schreien auch mal gesehen. Boah, bin ich schnell. Mit so... Ah! Oh! LOL! Need for Speed... Oh! Da müsst ihr jetzt einen Daumen nach oben da lassen. Hier! Eine Felsplatte. Gekrümmte Fische. Ist egal was? Achso, ich muss das voll machen, ne? Verrottend. Verdorben. Was? Wie schnell? Ah, das ist der Deal, ne? Ich glaube, das ist der Deal. Ich brauche noch einen. Die verderben dann. Die sind dann nicht mehr so viel wert. Ah. Ja. Ich dachte, es gleicht sich aus durch... Irgendwie... Weiß ich nicht. Naja, dass halt die Abklingzeit so groß ist, ne? Alter, der Wirbelsturm, der ist auch übelst aufgeregt. So, wenn ich das jetzt hier voll mache... Eine Welle spielt über die Fische hinweg, trägt sie davon. Als das Wasser zurückweicht, siehst du, dass etwas am Felsen hängen geblieben ist. Sehnenrolle. Das sind spezielle Items. Handrolle, die mit dehnbarer Sehne umwickelt ist. Alter. Küstennähe, Flachwasser. Da könnte ich jetzt halt andere, kleinere angeln. Ja, ist an der Stelle tatsächlich nicht ganz so sinnvoll. Aber jetzt wissen wir, was das bringt. Wow. Okay, Teufelsgrat ist der nächste Punkt. Aber nicht für heute, liebe Leute. Was ist denn hier los? Warte mal. Wie lang ist denn die Abklingzeit von meiner Fähigkeit? Oh, eine ganze Weile. Eine ganze Weile. Ja, ist klar. Haben wir irgendeinen Schaden? Nee, haben wir nicht. Also, ich meine, haben wir schon, ne? Aber so, also anders. Heieiei, wie sieht's denn in unserem Lager aus? Das können wir doch bestimmt alles mal einsetzen. Ich leg den Köder mal da rein. Ich habe keine Ahnung gerade, was ich machen soll mit den Forschungsteilen. Ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung. Puh. Geh mal zum Trockendock. Kann ich doch bestimmt hier reinsetzen. Ja. Ja, das wird's. Was ist denn das jetzt hier? Ein Frachtplatz für die Aufnahme von Scheinwerfern. Ja, gut. Cool. Dann haben wir nur noch eins zu tun. Und das ist... Fertig! Genauso viel Materialien. Unser Schiff ist ready. Wir sind zwar pleite fast. Wir haben es geschafft.
Wir haben's geschafft! Das fühlt sich so surreal an, oh mein Gott. Was? Hat sie noch so einen kleinen Motor? Ja, den kaufe ich bitte. Mach den da rein. Dann sind wir noch ein bisschen schneller. Alter. Okay. Ja, Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe jetzt 5 Forschungsteile. Worin investieren wir die? Die Angel... Nee, die Angel nicht. Auf keinen Fall. Motoren haben wir ja alle. Netze. Wahrscheinlich. Das müssen wir erstmal erforschen hier. Zack, zack, zack. Und dann kriegen wir das Große vielleicht. Weil das ist hier mangrovenvulkanisch, das ist sehr speziell. Dann lieber ozeanisch, weil das sind die... Da kannst du die Warmbrummer mitfangen, die ganzen Haie und so. Das bringt denn am meisten. Tja. Lebensdauer 3 Tage. Die halten halt auch alle nicht so lang, ne? Gut, 3 Tage ist jetzt auch nicht viel, aber... Körben bin ich nicht der Fan. Boah, so langsam... Kommen wir leider Richtung Ende, so wie es aussieht. Ein Gebiet haben wir ja noch. Und dann... Wer weiß, es muss sich ja noch einiges aufklären hier, oder? Insofern... Alter, sind wir schnell! Alter! Krank! So, Händlerino. Was zahlst du denn für so einen ollen Lederschlappen hier? 51 noch. Sorry, den anderen habe ich nicht gefunden. So, Brille, Smaragd, Monokel. Das wird er ja nicht haben. Das ist klar. Was soll er damit? Ach so, die Dinger wollte ich verkaufen, ja. Tja. Machen wir es erstmal so. Boah, ich bin komplett geflasht von dieser heutigen Folge. Das war ein Abenteuer, ey. So. Nehmen wir das mal so. Alles klar. Puh. Ja. Wir fahren... Wohin? Da nach oben. Aber wie gesagt, nicht mehr heute. Ich hoffe, ihr hattet Fun, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich werde jetzt erstmal schlafen. Ein bisschen nachholen, so. Stehe trotzdem in der Früh auf. Und zwar so Richtung um 4. Speichere hier das Spiel ab. Und wünsche euch einen wundervollen Tag. Lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und ein Abo für die nächste Folge. Damit ihr die nicht verpasst.